Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge Ravenport im LS19. Ja, ich habe eben offscreen das Feld zu Ende geerntet und habe jetzt fast vergessen, die Aufnahme wieder anzumachen. Wir bringen mal schnell unser schönes Erntegut. Wir haben hier noch 29.000 Liter drin. Knapp 14.000 waren, 13.900 hatten wir jetzt nochmal reingekippt oder geerntet vom Feld. Und wir bringen jetzt nochmal unsere Sojabohnen zur Ranch. Da ist der Preis immer noch stabil, was sehr gut ist. Und dementsprechend sichern wir uns unsere Kohle noch einmal. Gucken wir mal, wie der Johnny das diesmal schafft. Wir waren beim letzten Mal ja mit dem Fendt unterwegs. Der hat sich ja ziemlich abgemüht, die Berge da hochzukommen. Gucken wir mal, dass der Johnny das diesmal besser schafft. Wobei auch der sich schon quält. Ja, vielleicht können wir ja mal Allrad rausnehmen. Vielleicht fährt er ein bisschen besser. Er braucht nicht so viel Leistung. Macht keinen Unterschied. Also auch der quält sich ordentlich. Das wird ja wieder eine Weltreise. Na meine Güte. Oh, mit Differential an mag er nicht. Nehmen wir das mal wieder raus. Das vielleicht bringt das ein bisschen was mit Differential, aber auf der Straße wohl eher weniger. Eieiei. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das demnächst managen, weil unsere Traktoren doch echt überlastet sind. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal, es gab jetzt mittlerweile schon einige Updates, also mehrere glaube ich, zu dem realistischen Füllgewichten. Ich werde da nochmal das ein oder andere Update von ausprobieren, was da verändert wurde, ob das jetzt weniger ist oder mehr oder wie auch immer. Andererseits, eigentlich bin ich zufrieden, so wie es ist. Ne, wobei aber diese 33.000 Liter, ich setze das immer gerne um in 33 Tonnen, müsste der eigentlich mal locker so einen Berg hochgezogen kriegen. Ne? Das dürfte kein Problem sein. Vielleicht sollten wir auch einfach das nächste Mal einen anderen Weg fahren. Wobei, wirkliche Alternativen gibt es wahrscheinlich nicht. Es wird überall bergauf gehen. Und hier geht es nicht mal dolle bergauf, ne? Das ist schon sehr mühselig. Wir brauchen einen stärkeren Trecker. Ja. Ja, beziehungsweise, genau, wenn wir das, weil ich es ja immer gerne in Tonnen umsetze, die 33.000 Liter oder überhaupt die Liter in Tonnen, unter dem Tacho haben wir ja die kleine Anzeige. Da steht 11,2 Tonnen, total 44,7 Tonnen. Heißt, die machen es nämlich genauso. Traktor und Anhänger alleine wiegen 11,2 Tonnen, was schon eine Menge ist. Plus die 33 Tonnen, dann kommen wir auf unsere 44,7 Tonnen. Ja gut, das ist dann natürlich schon ein bisschen Gewicht, wenn man jetzt alles zusammenzählt. Ne? Als ich gerade sagte, ja, die 33 Tonnen muss er hier hochziehen, klar, da war das Eigengewicht nicht mit drin. Das sollte man natürlich immer mit berücksichtigen. Und wenn man halt wirklich fast 45 Tonnen da so einen Berg hochziehen muss, ist das doch schon gar nicht so wenig. Da kacken sogar die LKWs bei ab. Wobei die ja nur 5 Tonnen weniger ziehen dürfen. Mit Ausnahmegenehmigung auch mehr. Aber dann hast du auch, ziehst du das in der Regel nicht mehr mit einem 420 PS LKW, sondern ab 500 aufwärts. Ah, stopp, 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 stopp. Ich muss hier rein. Hätte schon vorher reingemusst, glaube ich. Jetzt fahren wir natürlich einen Weg, der ist ganz übel. Wir machen auch die Differentialsperren dafür mal an.
also alles drin. Komisch, dass wir hier jetzt richtig hochbügeln. Geht relativ steil bergauf, also mehr als eben. Hoppala. Ach so. Ja, hat Kollision, alles klar. Gar kein Problem. Dann ziehen wir jetzt auch hier rechts an der Fahne vorbei. So, und jetzt sind wir auch wieder auf dem richtigen Wege. Also wie gesagt, hier geht er komischerweise im Gelände besser hoch als den Asphalt. Zwar alles eingeschaltet, beide Diff-Sperren, Allrad ist drin. Macht aber auch keinen Unterschied, ob es drin ist oder nicht. Ist, glaube ich, relativ peng. Macht erst dann einen Unterschied, wenn es richtig im Gelände abgeht. Für bergauf ist das, glaube ich, zu vernachlässigen. So, dann schön abkippen. Haben wir auch ein Thumbnail. So, die ganze Nummer hat schon wieder 7 Minuten gedauert. Der kleine Anhänger kippt immer noch. Alles klar, fertig. Dann wenden wir ja auch direkt. Gab 63.000, jawohl. Damit haben wir knapp 150.000 wieder zusammen. Das ist schon ein gutes Stückchen Geld. Da sind wir auf dem richtigen Wege für oder zu den nächsten Tieren. Es sei denn, wir überlegen vorher auch nochmal, ob wir irgendwas anderes noch dringend brauchen. Wie eigentlich einen stärkeren Schlepper, aber den kriegen wir auch nicht für so ein kleines Geld. Kredit wollte ich jetzt erstmal nicht aufnehmen. Was ist denn jetzt hier eigentlich? Wir nehmen mal den Weg. Den sind wir noch nicht gefahren. Wir fahren mal hier lang und gucken uns mal den Weg hier an. Ja, einen stärkeren Schlepper eigentlich schon, eigentlich aber auch nein, weil nur für die Transporte im Moment wirklich zu untermotorisiert. Alles andere läuft ja. Der hat nur die ganzen Schilder umgelegt. Also ich war hier noch nicht. Ich kann das nicht gewesen sein. Muss ja irgendwer anders gewesen sein. So, hier müssen wir jetzt rechts rum. Aber auch eine ordentliche Haarnadelkurve. Ja, ich rechnete damit. Fahr doch mal zurück. Ich hasse die KI, ne? Ich hasse sie so sehr. Muss ich meine Anhänger hier im 90-Grad-Winkel beinahe rumziehen? Das finde ich auch ganz toll. Fahr ein Schild dabei um, ja egal. Hauptsache, wir kommen weiter. Also fährt mir einfach vor die Karre. Er sieht, dass da ein Traktor rumkommt. Anstatt mal zu bremsen, fährt er voll gegen und hupt dann auch noch dreisterweise. Ja, wir waren stehen geblieben bei Anschaffungen. Ja, ich wüsste jetzt im Moment sonst auch nichts, außer halt noch ein Feld, wo wir eigentlich mal Wiese drauf machen müssten oder wie auch immer. Weil, ja, oder, was auch noch eventuell sinnig wäre, aber auch sehr teuer, wäre erstens ein Häcksler, den wir gar nicht so oft brauchen. Oder ein Maisgebiss, was wir im Moment aber auch nicht unbedingt benötigen, weil wenn Mais, dann würde ich es häckseln für Silage. Ist aber einfach teuer. Und mit so einem Zweireiher werde ich nicht losfahren, den man sich da an den Traktor dran hängt. Das dauert mir aber zu lange. Daher würde ich einfach, wie gesagt, auf Gras umsteigen. Erstmal, bis wir uns einen Häcksler leisten können. Und dafür bräuchten wir halt eine Wiese, eine anständige.
Und dann dementsprechend natürlich auch wieder Mähwerke und so ein Kram, was auch alles dazu gehört. Da kommen wir mit unseren 150.000, die wir zurzeit haben, aber auch überhaupt nicht hin. Jetzt gucken wir eben noch einmal, wie viel Soja haben wir denn noch? Wir haben jetzt noch knapp 11.000 Liter. Ja, das lohnt sich jetzt nicht wirklich damit loszufahren, also stellen wir die Anhänger mal ab. Und gucken mal, was mit unseren Feldern los ist. Ich glaube nämlich, die müssen gekalkt werden. So. Das können wir erstmal wieder ausmachen. Und dann halten wir hier eben mal an und schauen, was unsere Felder so sagen. Abgeerntet. Benötigen noch kein Kalk. Okay. Hier ist ein bisschen Unkraut drauf. Das geht mit weg. Feld 1 ist voll mit Unkraut. Und auch in der zweiten Wachstumsstufe. Das heißt, wir müssten eigentlich müssten wir uns um Feld 1 kümmern. Da würde ich jetzt gerne mal kurz hinspringen. Müssen uns auch um die Tiere kümmern. Darf ich mal durch, danke. Hier sieht es auch aus wie Sau. Ja, ist zweite Wachstumsstufe, das heißt, es kann gedüngt werden. Jetzt ist meine Überlegung, warten wir, bis das Unkraut noch höher gewachsen ist und wir spritzen es weg? Oder striegeln wir es weg? Striegeln sieht man natürlich dann wieder nicht so toll. Ja, wobei in der Wachstumsstufe vielleicht schon noch. Haben jetzt auch nicht mehr allzu viel Zeit. Wir machen das anders. Die letzten Minuten nutzen wir noch dafür, um den Kram hier mal auf den Hof zu bringen. Dann haben wir wenigstens das auch hinter uns und danach können wir uns in aller Ruhe um die wichtigen Arbeiten kümmern. Oh, vorwärts bitte. Also mit den Paletten ist im Moment echt ein Drama. Das hat im 17er so viel besser funktioniert. Und das liegt auch jetzt nicht daran, dass ich das Design habe verändert, also die Texturen. Daran wird es auf gar keinen Fall liegen, sondern es hat ja auch vorher schon nicht so geil geklappt. Ach ja, und bevor ich das abstelle. Wir hatten beim letzten Mal Probleme mit den Spanngurten, die sich nicht anbringen lassen wollen. Was mir immer noch ein Rätsel ist, Spanngurte anbringen, lösen mit L oder Maus rechts. Das ist die. Ich krieg die Hand aber auch gar nicht angezeigt. Jetzt würde ich gerne mal wissen, woran liegt. Liegt das an dem Anhänger? Liegt das an den Paletten? Oder geht das generell nur noch mit Fahrzeug? Versuche ich den jetzt mal hier oben drauf zu stellen. In der Hoffnung, dass ich die anderen nicht mit runterziehe. Na gut, das hat ja wenigstens geklappt. Dann koppeln wir mal an. Erstmal muss das Gewicht nach vorne. Sonst wird das nämlich nix. Ich glaube, das hat nämlich keine Kupplung hinten dran. So, und jetzt. Okay, im Fahrzeug geht es. Aber warum, kann mir das mal einer erklären? Normalerweise hat man doch das auch,
so einzeln machen können, weil ganz ehrlich, das ist blöd, wenn man jetzt noch mehr Paletten aufladen will. Die Gefahr, die untere Reihe runterzuschmeißen oder gerade bei Ballen auch, ist ja ziemlich groß. Das werde ich wohl noch mal rausfinden müssen, wieso das so nicht mehr geht. Oder irgendeiner von euch weiß es vielleicht und kann mir da eventuell mal einen Tipp geben, ob ich entweder irgendwas verstellt habe oder ob es generell nicht mehr geht hier im LS19. Was natürlich richtig Banane wäre. So, dann fahren wir damit nochmal nach Hause. So, hier haben wir 14,7 Tonnen, 9,1 Tonnen soll dann wahrscheinlich das Leergewicht sein. Ist auch schon ganz schön schwer, ne? Traktor mit Frontlader, Gewicht. Ja gut, okay, das Gewicht, das kommt ja noch dazu. Ja, doch, kann man machen, 9 Tonnen. Ich habe da keine Relation zu, kenne mich damit leider nicht aus, was die Maschinen so wiegen. Aber ich schätze mal, alleine Frontlader plus die Gabel wiegen bestimmt eine Tonne zusammen. Kann ich mir gut vorstellen. Dann haben wir, ich glaube, 600 Kilo Gewicht nochmal vorne mit dran. Glaube ich, dass das ein 600 Kilo, 650 Kilo war in dem Dreh. Ja, gut. Ja, Mensch, dann sind wir für die Folge eigentlich auch schon wieder durch. Ich fahre jetzt nochmal straight nach Hause. Denke, das reicht dann jetzt auch erstmal mit Aufnahmen. Wir haben. Ja. Ja, das reicht mit Aufnahmen. Dann machen wir hier komplett Sendeschluss. Und ja, wie gesagt, wegen den Spanngurten dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wer da was zu weiß, warum das nicht mehr per Hand geht, sondern nur noch im Fahrzeug oder ob ich da zu doof zu bin. Ansonsten, wenn euch meine Videos gefallen haben, dann lasst doch gerne ein Däumchen da. Hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin, reingehauen.